Was? Keine Wahl gelassen. Keine Wahl gelassen. Hier ist dunkle Magie am Werk. Haltet euch bereit. Dieses Buch. Es scheint irgendwie falsch zu sein. Hier und doch nicht hier. Bald kommt die Zeit da. Was? Wer seid ihr? Dass ihr es wagt, euren Fuß hierher zu setzen. Ah, ihr seid ein Drachenblut. Das spüre ich. Und doch. Ihr habt nicht viel mehr getan, als ein paar Drachen zu töten. Ihr habt keine Ahnung von der wahren Macht eines Drachenbluts. Dieses Reich liegt jenseits eurer Macht. Ihr könnt ihr nichts ausrichten. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis auch Solstheim mir gehört. Die Gedanken seiner Bewohner kontrolliere ich bereits. Bald werden sie den Bau meines Tempels beenden und ich kann nach Hause zurückkehren. Schickt ihn dorthin zurück, wo er hergekommen ist. Er kann mit dem Rest von Tamriel auf meine Ankunft warten. Das Buch gelesen und dann... Es schien, als wärt ihr nicht wirklich da. Ich konnte... Wo? Wo ist er? Können wir zu ihm gelangen? Können wir ihn töten? Dann ist es gefährlich. Wir sollten in mein Dorf zurückkehren und es meinem Vater zeigen. Vielleicht weiß Dorn, was hier vor sich geht. Kommt! Hier scheint es nach draußen zu gehen. Wir müssen Storm berichten, was wir gesehen haben. Wir müssen Storm berichten, was wir gesehen haben.
Wir müssen Stoneberg. Seht ihr das grüne Licht? Das kommt von Windstein, wo mein Volk gegen seinen Willen arbeitet. Sie alle müssen schleunigst befreit werden. Das Dorf liegt direkt vor uns. Storm hat seine Magie benutzt, um eine Barriere darum zu errichten und so die wenigen von uns, die noch übrig sind, zu schützen. Dass die Barriere immer noch da ist, ist ein gutes Zeichen. Wir müssen Storm berichten, was wir gesehen haben. Stürzen Sie nicht, ich bitte euch. Wir müssen schon Storns Magie konzentrieren. Nein, aber ich habe jemanden mitgebracht, der einige Dinge gesehen hat. Er hat bestätigt, dass Nirak tatsächlich hinter dem Leiden unseres Volkes steckt. Das hatte ich befürchtet. Aber wie ist das möglich, nach all der Zeit? Ich fürchte, es gibt zu viel, was wir noch nicht wissen. Bitte sagt Storm, was passiert ist. Ihr habt also Dinge gesehen? Wirklich? Wie? Die Legenden erzählen von diesem Ort. Am Tempel fanden grausame Schlachten statt. Die Drachen legten ihn in ihrem Zorn in Schutt und Asche. Sie sprechen auch von etwas Schlimmerem als Drachen, das darin begraben ist. Kaum vorstellbar. Doch wenn es stimmt, es bedeutet, dass das, was ich befürchtet hatte, eingetreten ist. Nirak war niemals ganz fort. Und nun ist er zurückgekehrt. Wenn ihr dorthin gehen und ihn aufsuchen könntet, seid ihr wie Nirak? Seid ihr ein Drachenblut? Dann seid ihr wahrscheinlich mit ihm verbunden. Die alten Geschichten sagen, dass auch er ein Drachenblut war. Ich bin mir nicht sicher. Es kann bedeuten, dass ihr uns retten könnt. Oder es bedeutet, dass ihr den Untergang bringt. Doch unsere Zeit hier läuft ab. Die wenigen von uns, die noch nicht unter fremder Kontrolle stehen, können sich nicht mehr lange schützen. Ihr müsst nach Serings Wacht reisen. Er lernt das Wort, das Mirak vor langer Zeit lernte, und nutzt dieses Wissen am Windstein.
Vielleicht könnt ihr unsere Leute aus ihrer Versklavung befreien. Ein dunkler Einfluss hat sich ihrer bemächtigt und zwingt sie, sich zu vergessen und gegen ihre Natur zu handeln. Zuerst war es nur bei Nacht. Doch jetzt verbringen sie jeden Moment mit dem Bau eines seltsamen Schreins um den Windstein herum. Ich glaube, wenn der Schrein zerstört werden kann, sind die Skal wieder frei. Nirak steckt hinter den Machenschaften in unserem Dorf. Und darum ist sein als Drachenblut erlangtes Wissen der Schlüssel dazu. Ihr seid auch ein Drachenblut. Auch ihr könnt diese Macht beherrschen. Vielleicht mit einem besseren Ausgang. Das meiste Wissen um ihn ist mit der Zeit verloren gegangen. Er war ein Drachenblut. Und doch diente er den Drachen. Ein Priester ihres Ordens. Hochgeschätzt und sehr mächtig. Dann wandte er sich gegen sie und wurde zu etwas, was sie fürchteten. Er wurde vor langer Zeit besiegt, aber offenbar nie vernichtet. Das meiste Wissen um ihn ist mit der Zeit verloren gegangen. Er war ein Drachenblut, und doch diente er den Drachen. Ein Priester ihres Ordens, hochgeschätzt und sehr mächtig. Dann wandte er sich gegen sie und wurde zu etwas, was sie fürchteten. Er wurde vor langer Zeit besiegt, aber offenbar nie vernichtet. Möge der Altschöpfer euch behüten. Wenn uns jetzt noch jemand helfen kann, dann ihr. Dieser Böden, die ein Ende, bevor sie uns alle verschlingen.
Was? Und wenn die Welt erst sieht. Und wenn die Welt sich erinnert. Hier den Waldstrahl haben. Hier schuftest du. Irgendetwas stimmt ja nicht. Auf das du dich erinnerst. Was treulose Geister einzustrahlen. Deine Augen waren wie geblendet. Doch nun, und wenn die Welt erst hört, durchsehen. Und wenn die Welt erst sieht. Dann ist es um die geschehen. Hier in seinem Schrein. Den sie vergessen haben. Hier schuften wir. Wer uns erinnert. Hier holst du wieder. Was treulose Geister einzustrahlen. Wächst er. So nah. Unsere Augen waren einst geblendet. Ist das ein Traum? Nein. Wer seid ihr? Was mache ich hier? Was ist passiert?